Gunther. Ja, hallo. Da sind wir zurück mit einer neuen brandneuen Ausgabe von und zu unserem Let's Play. Resident Evil 5, mein Gott, bist du lahm. Was denn? Ich betone das halt gerne. Ja, du hast das übersehen. Oh, weil für mich. Brauche ich eh nicht die Scheiße. Sollen wir endlich aus dem scheiß Tunnel raus? Jetzt komm. Ja, also wie ihr seht, sind wir aus dem Tunnel raus. Tunnel raus. So you must be Irving. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oil field. That's in the marshlands. Ja. Ja, da haben wir gesehen, was alles so passieren kann. Ja, der alte Irving, der Typ auf Droge. Ja, echt. Yes. Nein, ach, ja, schön heilig. Mist, jetzt bist du eh voll. Egal. Ich mache jetzt hier Schränke auf. Oh mein Gott. Und ich eine Dragonor. Gegner weg, sofern ich sie sehen kann. Ahu. Das konnte ich gerade sehen. Hast du jetzt einfach mein Scharfschützenwerk geklaut? Ja. Ja, du benutzt es doch eh nicht. Aua, wo ist denn der? Der sitzt doch da, da vorne, siehst du? Da. Ich sehe hier gar nichts. Da war er. Hast du gesehen? Nee. Vor da steht noch einer. Ich nicht erwischt habe. Mein Gott, ist das ein kleiner Bildschirm. Aua. Oh, Patrick, wir kriegen Besuch. Ja, mach du das. Ich hab mich gerade einfach mal so sporadisch umgedreht. Mann, ich bin echt tot. Ach, in die Fresse. Hallo, nicht solche Kraft abzuprostulieren. Ich weiß nicht, ich hab nur gesagt in die Fresse. Es könnten kleine Kinder zugucken, wie wir Monster zermetzeln und ja, nee, Zombies klar, zerschneiden. Ja, aber. Und ich treff den Penner einfach nicht. Ja, halt dich mal lieber, sonst bist du gleich tot. Ja, ich weiß. Komm mal her. Komm her. Ich komme. Au, findest ja, du? Toll. Komm, du Spaß. Ich sehe ihn, aber ich kann ihn nur. Yeah, das ist den. Boah, pock, pock, pock. Den habe ich die Treppe runtergeprügelt. Ah, ey, du. Kann ich auch hier? Okay, okay. Was cool. Ist für hier? Boah, hab ich ihn mit dem Messer gekillt hier. Ja, du musst jetzt nicht alles kommentieren, was du machst. Das sieht man auch. Ja, ich sollte mal Karte machen. Dokument. Dann lese es. Ja, das würde ich gerne, aber ich kann hier nichts erkennen. Naja, faule Ausrede. Ja, also jedes Dokument liest es hier. Ja. Ja, ja. Total. Ich laufe mal so mitten ins Feld. Boah, ey, das ist echt schlimm. Überhaupt nichts. Ich auch nicht. Ah, da sehe ich. Ich glaube, das ist ein Gegner. Ist er umgefallen? Kann ja, sein. Es war ein Gegner. Aber es war, glaube ich, nicht der, der am Maschinengewehr sitzt. Nein, nein, der am Maschinengewehr. Ah! Der hat dich gerade erwischt. Und ich.
lassen? Ja, jetzt. Okay. Geht schon wieder schlecht. Ja, komm mal hier hoch eben auf den. Ja, ich komm. Ja, das bringt überhaupt nichts. Egal, ist trotzdem heilen. Hast du noch was zum Heilen? Ja. Aua. Es ist so typisch, weißt du? Die warten immer extra, bis du vollkommen geheilt bist. Dass wir angreifen. Vielleicht kann ich das Ding eigentlich. Siehst du eigentlich was, auf das du erschießt? Ja, ich sehe was. Ich sehe es nicht mehr, Mann. Wo war's denn? Ist es tot? Ich halt einfach hier irgendwo rein. Oh, Waffe kaputt. Oh, da. Wo? Mein Gott, ist das ätzend. Hast du gesehen? Nee. Ich sehe hier gar nichts. Geplatzt. Tut mir leid. So. Dann ich gehen kann auch hier lang gehen, ne? Ja, ja. Können wir uns mal aufteilen. Oh, Gewehrmunition. Ja, dann hätte ich wohl eher diesen Weg gehen sollen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen schon Waffe nachgeladen. Aus Versehen? Nein, Spaß, ich habe eine Pistole nachgeladen. Das ist gerade hier groß was in die Luft geflogen. Ja, oh, da schießt jemand einen Pfeil auf mich. Ja. Die stehen vor mir und hier kennen die nicht. Ja. Das ist echt schlimm. Ey, komm da runter, Freund. So nicht hier. Du kannst doch nicht hinter jedem Arsch herklettern. So. Boah. Das war doch geil. Hast du jetzt nicht gesehen, ne? Ja. Der hat gerade ausgeholt, um den Molotow-Cocktail zu werfen. Ah. Da oben blinkt es. Hey, da liegt ein Schatz. Nein! Jetzt habe ich echt aus Versehen nachgeladen. Das war so klar. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Ja. Das sind eh nur 5 Schuss. 5 Schuss machen viel aus. Mit Glück 5 Headshots. Glück würde das nicht mal was zu tun haben, wenn ich das hier sehen könnte. Aber komm, wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir sehen können, weil ich glaube, sonst geht es allen auf die Nerven, dass wir uns beschweren, dass wir nicht sehen können. Ha. Was für ein Satz. Hast du schon wieder einen Schatz? Ja, hier irgendwo. Ich merke Gegner erst, wenn sie mich schon getroffen haben. Oder verfehlt, so wie jetzt gerade, aber ich weiß trotzdem nicht, wo es ist. Oh! Was denn? Wow! Was war das? Ein Molotov-Cocktail. Wo kam der her? Von oben. Ja, es ist schon. Oh, da kam was gesprungen. Komm schon, wo bist du? Oh, da! Aua! Oh, da steht einer vor mir. Ah, da kommt wieder was geflogen! Oh. Ich hab den dahinter erwischt, den ich eigentlich gar nicht erwischen wollte. So. Schon wieder verletzt, ey. Das gibt's ja nicht. Boah. Ich freue mich schon echt auf den Bosskampf, ey. Herr Patrick, ich will dich nicht beunruhigen. Au. Ich hab doch noch was zu heilen. Okay, wo ist denn der Penner? Wo ist denn der Penner, der die ganze Zeit die Sachen auf uns sucht? Gewehrmunition, Maschinengewehr. Ja. Pistole. Ah, Hilfe! Wo bist du? Nee, ist klar, Patrick. Ja, was? Oh, der lebt. Eine Pumpkin, die streut. Ich würde. Treffen muss ich ihn auf jeden Fall. Oh. Hinter mir! Hinter dir! Hinter dir! Mehrere von denen. Boah, ey! Ich wollte dir gerade was geben! Warte, achso, Munition. Verdammt. Oh! Durch ihn durchgetreten. Hä? Durch ihn durchgetreten. Ja. Können die Gegner auch mit Pistolenmunition abwerfen? Nein, aber die kannst du mir geben, wenn du sie nicht willst. Ich weiß noch nicht. Du hast ja eben auch einfach meine Gewehrmunition verladen.
So, ich komme gleich wieder. Naja, ich gehe schon mal ein bisschen weiter und töte ein paar. Ich sammle nur das Geld ein, was hier so rumliegt. Ja, genau. Kümmern wir uns mal um unsere Finanzen. Bleib mal stehen. Ja, okay. Weil ich Gewehrmunition einsammeln muss. Ich merke, wie langsam mein Ohrhörer rutscht. Oh, hingefallen. Das sah jetzt echt lustig aus. Kommt. Schön ins Kreuz getreten noch das hinterher. Ja, klar. So muss das sein, ne? Nein! Entschuldigung. Ich geh mal so weit weg. Oh! Hinter mir? Da kam, da zischt wieder was. Oh. Muss ich gerade sagen. Ah, der ist gut weggeplatzt, den ich da abgeschossen habe. Ich drück schon mal. Komm, hilf mir! Ah! Hinter dir! Oh! Hat die den Molotov-Cocktail in der Hand? War's das jetzt mal? Weiß doch, Patrick, wenn die Musik aufhört. Ja, mein Gott, die hört ja nie auf, ey. Siehst du, Musik hört auf. Ja, muss man nur was sagen, ne? Freihändig. Toll. Keiner gesehen. Okay. Oh, mir geht's so schlecht. Ich glaube, ich muss kotzen. Mir auch. Was haben wir denn noch zum Heilen da? Ich habe noch ein Kraut und Erste Hilfe. Komm mal kurz zu mir. Ja, warte, hier liegen zwei Schrotgewehr. Ja, dann komm du erstmal zu mir. Thanks. Bitte, bitte. Nehm mir alles. Ich kann nur erahnen, wie viel Schrotgewehrmunition ich habe. Aber ich glaube, es reicht. Hast du wieder was zum Heilen? Ja. Okay. Ich hab noch zwei Dinge zum Heilen. Ja. Du hast auch nur noch zwei, ne? Ja. Aber ich muss nochmal umdisponieren hier gerade. So, um uns heilen, ne? Besser ist das, oder? Ja. Machst du? Ja. Oder soll ich? Ich will benutzen? Ja. Krieg so. Attacke! Warte. Da kommt ja jetzt was wir beide, glaube ich, wissen. Ja. Guck mal auf unsere Zeit. Oh ja. Das sollten wir erst im nächsten Teil anfangen, würde ich sagen. Genau. Also. Dann geht's weiter und genau. See you soon. Genau, see you soon. Bis dann. Gleich. Ciao.